Hallo, ich bin Effi, eine lizenzierte Guide bei Corfu Perspectives Guide Tours. Wir möchten Ihnen einige Geschichten über Orte und Menschen erzählen, die Sie vielleicht kennen, aber es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken. Heute reden wir über die Heilige Athanasius-Kirche. Umgeben von hohen Gebäuden, Restaurants und den Bäumen des Parks von Gariza erinnert uns diese kleine Kirche, die dem heiligen Athanasius gewidmet ist, an die interessante Vergangenheit der Gegend. Die Kirche des heiligen Athanasius befindet sich in der Nähe von einem Momulus in Gariza, einem der malerischsten Viertel Korfus, das an die antike Stätte Paläopolis angrenzt. Gariza ist ein Vorort von Korfu-Stadt mit einer wunderschönen Promenade mit Blick auf das türkischfarbene Meer und die alte Festung in der Ferne. Die restaurierte Windmühle am Rande der Bucht von Gariza, die ursprünglich den Getreidebedarf der Bewohner abdeckte, ziert heute die gleichnamige Region. Der griechische Name Momulos bedeutet auf Deutsch Windmühle. Von oben scheint die antike Stadt Paläopolis ein dünner Landstreifen zu sein, der vom Vorort Gariza begrenzt wird, bis er die Halbinsel Kanoni erreicht. Um den Beginn des Mittelalters wurden die ersten Kirchen des neuen christlichen Glaubens neben den alten Tempeln in der antiken Stadt errichtet. Die gesamte Insel war während der byzantinischen Zeit, die von 562 bis 1267 dauerte, wiederholten Barbareinfällen und Pirateninvasionen ausgesetzt. Die Goten zerstörten die antike Stadt Korfu im Jahr 562 nach Christus. Während einem dieser Angriffe hinterließen sie die Ruinen, die heute als Paläopolis bekannt sind. Obwohl die Bewohner die antike Stadt nach und nach verließen und nach dem Angriff eine neue bauten, wurde Paläopolis nicht vollständig verlassen und seit Beginn des 14. Jahrhunderts ist Gariza ein Vorort außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern. Viele Kirchen wurden auch in diesen Regionen während der byzantinischen Zeit errichtet, wie zum Beispiel die Kirche des heiligen Athanasius. Die Kirche Agios Athanasius, die seit 1999 renoviert und geschützt ist, wurde 1498 gegründet, möglicherweise früher, da es auf einem ehemaligen Verteidigungsturm erbaut wurde, der den Eingang zur Nordseite der antiken Stadt von sogenannten Hafen von Alkinos verteidigte, besteht der untere Teil der Kirche aus massiven Steinen. Ausgrabungen bei der Restaurierung 1999 förderten den gesamten Boden des historischen Turms und die erste Bauphase der Kirche frei. Die zweite Phase stammt aus dem 18. Jahrhundert, als die Kirche erweitert wurde. Der Glockenturm und das zweistöckige Nebengebäude im Norden errichtet wurden und der Eingang mit Hinblick auf die bestehenden Mauern neu angeordnet wurde, was ihm seinen heutigen Form gab. Auf der Nordseite ist ein Teil der Westwand des angegrenzten Bauwerkes erhalten geblieben. Die Kunstwerke an den Innenwänden stammen aus dem 17. Jahrhundert.
eine marmorne Reliefverschlussplatte, die in die Wand über die Westtür eingelassen wurde, war ursprünglich in der Kirche Heilige Jason und Heilige Susipater und stammt aus dem 11. bis dem 12. Jahrhundert. Die Kirche steht in Zusammenhang mit einer Reihe von kroffiotischen Familien, deren Mitglieder traditionell in der Kirche begraben wurden. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat und Sie mehr wissen möchten, schauen Sie sich unseren Blog unter kofguidedus.com an. Danke fürs Zuschauen.